Wake News Radio, Wake News TV, für alle, die aufwachen wollen. Neue Weltordnung, Versklavung, Dims, Scraps, Schuldgeld aus dem Nichts, eingepflanzter Chip, Bargeld abschaffen. Wollt ihr das? Werdet aktiv, macht mit. Wake News Radio, Wake News TV, wakenews.net. Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Der Detlef von Wake News Radio, Wake News TV. Wir haben ein tolles Sortiment mit Wake News und United We Strike Textilien, Shirts, Kappen, Westen, Bomberjacken, Hosen und Hoodies. Alles
in exklusivem Design. Top-Qualität, gute Preise, direkt im Laufteufel-Shop, laufteufel.de, in allen Größen, schwarz und weiß, sehr aufmerksamkeitsstark, für alle, die aufwachen wollen. Dank euch fürs Interesse, geht gleich auf laufteufel.de und schaut euch um. This is Wake News Radio with Detlev on UWS Community Radio and the International Community Radio Network. Ja, ich grüße euch zu unserer heutigen Live-Sendung. Jawohl, klasse, dass ihr alle eingeschaltet habt. Heute ist der 29.09.2015. Ja, und wir haben soeben die letzte Sendung dieses Monats gestartet, oder? Ja, Leutchen. Ich habe euch ja auch vermisst, gell? Aber letzte Woche waren wir im Einsatz, ja? Sind erst gestern Abend oder späten Nachmittag wiedergekommen. Ja, und deshalb konnten wir nicht senden, weil so gut sind wir technisch eben leider auch noch nicht ausgerüstet, dass wir das könnten, von unterwegs senden und solche Sachen. Also da müsste man uns erstmal ordentlich finanzieren. Das geht leider nicht, aber wir haben trotzdem super Sachen gemacht, die wir für euch in dieser Woche versuchen aufzuarbeiten, damit ihr das auch mitbekommen könnt, was wir erlebt haben. Ja, und was das genau ist? Ja, ein bisschen Spannung muss natürlich sein, oder? Ja, das werde ich euch im Laufe der Woche erzählen, so Stück für Stück. Ja, oder? Jedenfalls, das heutige Thema ist ein wenig aus dieser Zeit geboren, wo man ja doch auch nochmal so ein bisschen drüber nachdenken kann, was einem so alles widerfährt und ja, welche Rückschlüsse man auch daraus dann für sich und andere schließen kann. Ja, oder Rückschlüsse fassen kann, ne, eigentlich. Oder, na gut, ich muss erstmal mein Deutsch wiederfinden, ja. Nicht, dass ich Türkisch gesprochen hätte die ganze Woche. Das mit Sicherheit nicht. Okay. Ja, und ich danke natürlich auch immer allen, die uns hier übertragen. Wer das alles ist, das findet ihr auf der Seite wakenews.net, Wakeness Radio und natürlich auch auf der Seite mywakeness.wordpress.com. Ja, und sogar Facebook läuft wieder, ne? Gestern hatten sie es abgeschaltet. Da haben sie wahrscheinlich irgendeinen neuen Trick reingebaut, der, also, ja, ne, und so weiter. Gut, aber immerhin, das war überraschend, weil ich dachte, es wäre erst nur bei mir auf dem Facebook, weil ich wollte gestern mal kurz nachschauen. Da auf dem Facebook-Account, nein, das war weltweit gesperrt, ne, oder? Ja. Und was wir auch natürlich immer gerne machen, ist den Musikern zu danken, die uns ihre Musik zur Verfügung stellen, damit ihr und wir natürlich das auch hier mit in den Sendungen einbauen können. Und wir hörten da hier von Band Book, also ein verbotenes Buch, verbanntes Buch sozusagen, Theories, was übersetzt heißt Theorien, ja, oder? Ja. Gut, und wenn hier Musiker, DJs, Bands, Musikproduzenten zuhören, die sollten auch mal ihre Musik hier gerne bei uns vorstellen. Einfach ein MP3 reinsenden unter radio@wakenews.net. Ja, da sind wir auch nett, aber sonst nicht so. Ne? Sind wir schon sehr kritisch, systemkritisch, oder? Ja, und wer also gedacht hat, bis gestern Abend geht die Welt unter, ja, hat sich zu früh gefreut. So weit sind wir noch nicht. Scheibchenweise wird das gemacht. Scheibchenweise, Leutchen. Dazu haben wir sie immerhin verdonnert, weil wenn wir zu schnell die Grausamkeiten der NWO, der DIMS, mitkriegen, umso ja, gefährlicher wird das für sie. Und sie haben gemerkt, hoppala, also das, was wir davor hatten, da mit den Flüchtlingsinvasionen und alles, und das ist, ist so, ja, gleich zu Anfang schon entdeckt worden und natürlich wird da weitergemacht, weil das ist das globale Ziel.
alles zu durchmischen und mit Billigvolk auszufüllen, dass sie dann noch bequemer auspressen können. Ohne Nationalstolz und so ein Quatsch. Das wird dann alles über Bord geworfen. Kiel geholt. Ja, wer so das weiß, wer in Kiel wohnt, weiß, was Kiel holen heißt, oder? Ja, und so weiter. Ich bekam ja auch inzwischen mal Post und so. Da wurde das eine oder andere vermutet. Ja, kann ich ja nicht mal alles persönlich beantworten. Bitte auch immer, wenn ihr mir was zuschickt, dann die E-Mail-Adresse angeben, weil sonst, ja, wie soll ich sonst antworten? Ja, also da immer bitte dran denken. Und da schreibt einer, wir haben oder wir alle haben verloren. Nein, man verliert erst, wenn man aufhört zu kämpfen. Das kann sein, ja, denn dann hat man ja gar keine Chance. Und unser Kampf scheint zu einem großen Teil schon auch Wirkung zu zeigen, das muss man sagen. Also die NWO taumelt. Es ist nicht so, dass die also über allem sitzen würden und so. Und wir gehen ja heute auch noch ein bisschen so ein wenig darauf ein. Und ihr habt das ja auch in Beobachtung. Und ihr könnt gerne auch noch eure Infos und Kommentare, Ansichten reinsenden unter radio@wakenews.net. Ja, also da könnt ihr eure Infos hier reinsenden. Ist auch schon vieles da. Das nehmen wir dann im Laufe der Sendung mit hinein. Ja, und ja gut, ich sag's ja auch ganz ehrlich. Also die letzte Woche, ja, wo ich nicht auf Sendung war, die brauchte ich auch mal, ne, um Gedanken neu zu organisieren. Man muss immer sich wieder mal zwischendurch ein wenig auftanken. Aber wir haben das, und wir waren zu mehreren, nicht so gestaltet, dass wir uns da einfach auf die faule Haut legen und das war's, sondern wir haben für euch mitgedacht und haben eben diese Dinge, die wir erlebten oder erleben, ja, wollten, wie auch immer, dann so aufbereitet, ja, mit Kamerateam, dass ihr das dann nachher alles miterleben könnt. Ja, also, ne? Insofern kein Urlaub, sondern eher ein Arbeits- ja, Ausflug, oder? Ausflug ist vielleicht auch ein wenig zu nett formuliert, weil das war schon anstrengend, gell? Anstrengende Fahrt draußen. Okay, gut. Ja, also, wir hatten es ja geschafft, noch vor der Abfahrt alle ausständigen Filme, bis auf einen, dem wir noch, das war eine Sonderaufnahme, den wir noch in dieser Woche fertigstellen wollen, hochzuladen als Video. Ja, also konnte man die sich inzwischen anschauen, zu Genüge. Und man kann immer unterschiedlicher Ansicht sein, ist ja völlig klar, zu dem, was ich sage. Aber sobald eben einer da so, ne, oder ein Nee, je nachdem, man weiß ja sowieso nicht, was sich hinter dem Pseudonym wirklich befindet, ob männlich oder weiblich oder sonst. Ne? Aber ja, also wenn es eben unflätig wird oder so persönlich beleidigend, dann darf man sich nicht wundern, wenn das entweder nicht veröffentlicht oder gelöscht wird. Ja, ist halt so, ne? Weil das muss ich mir ja nicht antun, ne? Neben all dem NWO-Kram noch, ne? Oder? Gut, aber fundierte Kritik, warum nicht? Ist doch in Ordnung. Ja. Okay. Ja, dann noch tolle Neuigkeiten. Wir gehen hier bei Wake News TV schon auf die 2500 Videos zu, also es ist ein unbedingtes Muss, wer es noch nicht gemacht hat, unbedingt abonnieren, weil es relativ simpel ist, das zu abonnieren, und wir werden auch an der Seite wakenews.tv noch vieles in Zukunft machen und damit noch viel machen, also das birgt noch unendliche Potenziale sozusagen, ja, unendlich, ist immer relativ, aber da werden wir noch viel machen. Also ihr könnt euch da ganz simpel registrieren, eine gültige E-Mail-Adresse angeben und dann könnt ihr schon selbst mitbewerten oder auch kommentieren beziehungsweise selbst Videos verlinken. Ja, und außerdem ist es die Plattform für alle unsere Filme, seitdem wir auf die neue Technik umgestiegen sind. Ne? Also ne? HD, ne? Wenigstens mal. Okay. So, ja, und da könnt ihr euch umschauen und das auch weiterempfehlen. Ihr könnt natürlich auch immer zu diesen Filmen, die dort verlinkt sind, verlinken.
Ja, häufig kommen die natürlich original bei YouTube vor und manche verschwinden auch wieder, wenn die Links gelöscht werden oder der Account gelöscht wird oder aber auf privat gestellt werden, diese Videos dann verschwindend. Die Ursprungsquelle, und dann kann man es bei Wakeness TV natürlich auch nicht mehr sehen, aber solange das ein aktives Video ist, irgendwo, dann kann man eben auch auf uns verlinken und YouTube hat davon nichts, sondern wir haben da was davon, weil die Leute dann sagen, ach, das gibt's bei Wakeness TV, ja, guck ich mal, was die da so alles haben. Und dann hat man eben dadurch eben auch Leute, die mal bei uns reinschauen und wir sind ja geballte Informationssammler, was also kritische Themen angeht und da ist jede Bandbreite bei uns zu finden. Also ein Besuch lohnt sich. Ja, und je mehr und je häufiger also auch andere Videos verlinkt werden, umso facettenreicher wird auch unser Programm da. Gell? Oder? Ja, und wie gesagt, Unterstützung, das brauche ich nicht immer wieder neu erwähnen, brauchen wir jede Menge. Und wir haben also, das werdet ihr im Film sehen, dann auch ganz fleißig unsere Sachen getragen, weil sie auch praktisch waren, muss ich sagen, auch in dem Umfeld, wo wir da unterwegs waren. Gut, ja, dann steigen wir doch mal ein in die heutige Thematik, denn die heutige Sendung, die man übrigens findet auf mywakeness.wordpress.com. Das ist der Blog, wo ich versuche, immer die ganzen Sendungen ein wenig zu erläutern, vorab zu erklären, um was es sich da ungefähr dreht. Die findet man da und heißt als Überschrift Realitätsschnittstellen und Bewusstseinsweiche. Ja, kannst halt Realitätsschnittstellen auch Schnittpunkte sagen, ich habe beides verwendet. Und ja, man kann einen der verfügbaren Links öffnen, rechte Maustaste in einem separaten Fenster öffnen und dann kann man das mitverfolgen, um was es hier geht. Und ich habe, wie ich es immer mache, eine Collage gemacht zur heutigen Sendung, die da verschiedene Felder zeigt, die an einem Punkt zusammengeführt werden, eben diesen einen Punkt geben oder diese Stelle, diese Schnittstelle der Realitäten und daneben eine, ja, Weiche, ja, wie man sie aus dem Schienenverkehr kennt, dargestellt als Bewusstseinsweiche. Ja, und wir Menschen leben alle hier auf diesem Fleck oder manche sagen auch Kugel, ja, also manche sagen flache Erde, runde Erde, also Kugel, Erde und so weiter. Und wir denken alle für uns, wir leben in der Realität. Darunter eben eine Abbildung aus früheren Zeiten mit dem entsprechenden Link, wo ich das gefunden habe, natürlich auch noch mehr Links dazu, aber ich will das auch nicht im Einzelnen durchgehen, die Diskussion, was sind wir denn nun? Jahre oder Jahrhunderte lang haben die Menschen geglaubt, die Erde sei flach. Ja, man würde am Rand herunterstürzen, sollte man da mal dahin kommen. Und dann änderte sich alles, wir wissen das noch mit Kopernikus und so weiter, der dann dafür wieder bestraft wurde, weil er die Matrix-Informationen durcheinander brachte, damals schon, dass die Erde eigentlich rund sei und das auch plausibel erklärt hat. Und die Leute, Menschen, sind davon auch bis heute in der Regel überzeugt. Das allgemeine, das wissenschaftliches Denken. Darüber kann man natürlich auch unterschiedlicher Ansicht sein, aber eben jeder sieht das durch seine eigene Brille. Ja, und insofern leben wir in der jeweiligen Realität und das ist sicher auch so, aber es gibt sehr viele und unterschiedliche Realitäten. Realitäten in Anführungszeichen, weil es eben möglicherweise gar keine absolute Realität gibt. Jeder hat nämlich nur die seine, die wiederum in Schnittpunkten steht mit den Realitäten der anderen. Ja, darunter eine Abbildung, die da
stammt aus bergischen Regionen hier im deutschsprachigen Raum. Mit dem Link zu myheimat.de, Aschau im Chiemgau, Freizeit, Kuh und Mensch begegnen sich in den Höhen der Chiemgauer Berge. Das ist der Link. Und die Kuh schaut dem dort mit Stöcken bewaffneten Typen, der da den Berg aufläuft mit so halblangen Hosen, verwundert hinterher. Also, welche Realität davon die einzig wahre sein mag, ist schwer zu sagen. Insofern ist Realität also relativ. Ja? Ganz klar wird einem das, wenn wir die Realität eines Menschen mit der zum Beispiel einer Kuh vergleichen, ohne dass ich das näher erläutern muss, oder doch, muss ich das erläutern? Ja, ja. Okay. Du Rami sagt ja, was Schnittpunkte, das sind doch bitte Berührungspunkte. Also ich sehe da Linien, die sich überschneiden auf der Abbildung. Also so würde ich das interpretieren. Ja. Das sieht zwar aus wie die, ja, soll ich sagen, wie ein Feld, aber es sind dennoch Linien, die sich alle miteinander verbinden. So sehe ich es. Okay, muss nicht so sein. Ihr seht ja, die Realität ist sehr unterschiedlich. Aus der jeweiligen Brille heraus gesehen. Ja, also nun ist nur der Unzufriedene in der Regel nicht mit seiner, in Anführungszeichen, seiner Realität einverstanden. Die, in Anführungszeichen, Zufriedenen haben gar keinen Grund, ihre Realität zu verändern, weil sie zufrieden sind. Daher gibt es teils erhebliche Unterschiede in der Lebensqualität der Einzelnen, je nachdem, ob man seine Realität selbst bewusst wahrnimmt oder ob man eine, in Anführungszeichen, gebastelte Realität lebt, wirkt sich das auf die individuelle Befindlichkeit aus. Darunter eine Abbildung gefunden hier bei focus.de anlässlich einer Protestaktion gegen ein Treffen dieser Puppenschauspieler, G8 irgendwann war das. Ja, und da sieht man also eine, deswegen sind ja Bilder so interessant, sich anzuschauen, eine Reihe von grünen Männchen, ja, die so mit grünen, ja, Uniformen sollen das wahrscheinlich sein, Stoff eingekleidet sind mit so einem grünen Mützchen auf dem Schädel, ne? Die verwundert schauen. Also sie haben eine Aufgabe, das sieht wohl so aus, sind wohl so zufrieden, wie sie da stehen. Und der eine schaut sich da nach links um, hinten, und da läuft der Nackerte. Ja, so würde man vielleicht so eher im süddeutschen, österreichischen, weiß ich nicht, sagen, Nackedei, ne? Sagt man, glaube ich, eher so im nördlicheren deutschsprachigen Regionen, und so. Mit einer Flagge herum, wo drauf steht in diversen, ja, wir kennen ja diese Regenbogenfarben, Friede steht da drauf. Großgeschrieben natürlich. Ne? Ja, und dahinter ist wieder eine Menge von Leuten, die dem Treiben zusehen, wo man so manchmal das Gefühl hat, dass die nicht so recht wissen, was sie von dieser Situation halten sollen. Also ein typisches Beispiel. Ne? Also erst wenn sich diese verschiedenen Realitäten schneiden, also Menschen mit unterschiedlichen Realitäten aufeinandertreffen, ergibt sich die Chance einer Auseinandersetzung. Häufig geschieht das ja, wenn Menschen aus einer Überzeugung heraus auf die Straße gehen, um dafür oder gegen etwas zu demonstrieren, weil sie eine Korrektur bestimmter Inhalte der oder ihrer Realität wünschen. Andere wiederum diese Demonstranten beobachten, entweder passiv, ja, oder aktiv diese Demonstranten als Spinner empfinden, die wiederum versuchen, die eigene, selbst empfundene Realität zu verändern, der man aber nicht folgen will. So gibt es lediglich ein Aufeinandertreffen von Energien,
die sich aber gegenseitig neutralisieren können. Wie es ja häufig der Fall ist. Und von den Mächtigen, in Anführungszeichen, auch entsprechend kanalisiert werden. Na, wissen wir ja, das ist dieses Teile- und Herrsche-Prinzip, wo man versucht, die einzelnen Gruppen aufeinander loszulassen, bis die Energie verpufft. Ja, und dann einer sagt nur noch, wir sind die einzige Partei, die das alles lösen kann. Und dann auch wieder zusammen in sich zusammenfällt. Ja, und darunter eine Abbildung aus einem, denke schon, bemerkenswerten Film, der natürlich auch NWO gesteuert ist. Das ist klar, das muss einem klar sein, wenn man also die Hintergründe dann inzwischen mal so begriffen hat und auch alles, wie es zu diesem Film kam und wer dahinter steckt und so weiter, da analysiert hat. Nämlich der Film 2001 Odyssey im Weltraum. Ja, und ich habe den damals gesehen. Ich war da noch ein junger Kerl. Premiere quasi da in der Region, wo ich aufgewachsen bin. Und war also mächtig begeistert und mächtig also auch ja vor den Kopf geschlagen, wie die Welt eigentlich auch noch sein könnte oder ist oder sein soll oder ja oder werden wird. Wie auch immer. Ja, und schon damals kamen so leichte Zweifel an dem eigenen Sein, der eigenen Matrix-Situation. Ja, und der Link, den ich da dazu gegeben habe, ist der zu screenheroes.net mit dem entsprechenden Titel Odyssee im Weltraum, die Bedeutung des Monolithen. Das kann man sich also durchlesen. Ja, und ich will das nur einfach mal so ein bisschen zitieren, weil natürlich haben wir uns irgendwo innen drin gefragt, was der Hintergrund sein soll. Denn wer den Film mal gesehen hat, und wahrscheinlich haben es inzwischen auch schon viele getan, und wer es noch nicht getan hat, sollte sich den Film anschauen. Das ist sicher auch produktionsqualitätsmäßig für die seinerzeitige Zeit. Das kam in den, wenn ich mich recht entsinne, in den 70ern, ne? Oder so kam das auch. Ich weiß nicht, ob das hier noch irgendwo steht. Kann es gar nicht mehr genau sagen. War das also enorm, was also Technologie anging, filmproduktionstechnisch. Ja, und hier steht, in diversen Foren wurde bereits über mögliche Bedeutung des Monolithen in dem Film 2001 Odyssey im Weltraum diskutiert. Wir erinnern uns, wenn dieser Film startet, der startet eben mit einem schwarzen Monolithen, den man irgendwo in der Wildnis sieht. Und darum, drumherum sind so ein paar Affen, ja, Menschenaffen, die also dann irgendwann ein Erlebnis bekommen. Also dieser Monolith ist irgendwie dann aktiv oder aktiviert worden. Und dann nachher fangen sie an, also aufeinander loszuschlagen mit Knochen und Werkzeugen und so weiter. Also, ich sag's mal ganz kurz, also so ungefähr, ne, war das. Ein Gedanke war, da steht da, dass der Monolith für die Erkenntnis steht. Ein Indiz für diese These ist die Darstellung der Affen am Anfang des Films. Diese haben Kontakt mit dem Monolithen und erkennen das Machtinstrument der Waffe. Stanley Kubrick, der Regisseur, macht daraufhin einen direkten Sprung in die Raumfahrt. Erzählt uns also diese Geschichte im Prinzip in kurzen Bildern, die man uns NWO-seitig ja versuchte einzutrichtern. Wahrscheinlich hat er nur deswegen das Geld dafür gekriegt. Haha, na gut, das wäre jetzt. Ne? Das nämlich wir alle vom Affen abstammen und so, ne? Raumfahrt. Und na gut, also die bei der NASA, ne? Vielleicht. Stammen die von den Affen. Auffällig ist dabei die verwendete Musik, so zitiere ich weiter. Kubrick lässt an dieser Stelle die Anfangssequenz aus Richard Strausses Also sprach Zarathustra einspielen, und diese Sinfonie ist bekanntermaßen an das gleichnamige Werk Friedrich Nietzsches angelehnt, und wir wissen, die neue Weltordnung hat, und natürlich die Jesuiten, ne, haben viel von Nietzsche aufgeschnappt. Ja, ja, und ich will das nicht alles dort durchkauen, weil ihr könnt das alles selbst euch anschauen, durchlesen und so weiter. Ich wollte das nur einmal als Beispiel dafür nehmen, dass also hier
Propagandamäßig, von der Propagandaseite aus, Hollywood, wir wissen, wem Hollywood und so weiter gehört, die Realitäten oder die Vorbereitung auf die zukünftigen Realitäten hier beeinflusst wurden. Ja, also erst wenn es bei Menschen verschiedene Realitäten, also jeder hat ja irgendwo seine eigene, ein offenes, in Anführungszeichen, ein offenes Ohr gibt und man Menschen durch Fragen oder Gedanken zur Überdenkung der eigenen Realität oder Teilen davon bewegen kann, mag man es schaffen, eine Weiche zum Bewusstsein zu öffnen, in der durch Selbstreflexion jeder Einzelne dann diese Realitätenfrage und vor allem seine eigene Realität prüfen kann. Darunter eine Abbildung einer Zeichnung eines blauen und grünen Symbol, also Zeichenfahrzeuges, die aneinander gekracht sind. Darinnen links in dem blauen Fahrzeug ein rotes Männchen und rechts in dem grünen Fahrzeug ein gelbes Männchen, die der Trägheit zum Opfer gefallen sind. Das ist nämlich die physikalische oder das physikalische Gesetz der Trägheit. Wie das genau funktioniert, kann man da nachlesen. Ich habe mal so zwei Links dazu gegeben. Aber es ist insofern wichtig, sich darüber mal Gedanken zu machen. Wichtig ist jedenfalls das Trägheitsprinzip, nämlich alle Körper mit Masse sind träge, das heißt, sie versuchen, ihren Bewegungszustand beizubehalten. Und dadurch gibt es da in dem Fall die Verletzung. Der eine ist eben nach vorne in die Windschutzscheibe gerast, ja, mit dem Kopf, weil er seine eigene Geschwindigkeit beibehält, obwohl hier die Fahrzeuge aneinander stoßen mit plötzlicher Wucht und stehen bleiben. Der Mensch oder die Person in dem Fall oder diese gezeichnete Figur dann aber das Trägheitsprinzip weiterträgt, sich weiter bewegt und der Vordermann, der also von hinten getroffen wird, dann nach hinten sich bewegt, weil er eben abrupt gestoppt wird und eigentlich am selben Platz stehen bleibt. Dadurch, dass dann der Kopf nicht so, deshalb hat man ja Kopf, Nackenstützen im Auto inzwischen, aber dort in dem Beispiel gibt es das eben nicht und deshalb bleibt der Kopf hinten. Ja, und so weiter. Gut, ich will da auch nicht auf die physikalischen Dinge eingehen. Ich wollte es nur mal als Beispiel bringen, damit ihr wisst, was ich meine. Der Prozess hin zu dieser Infragestellung der eigenen Realität ist in guten Zeiten, in Anführungszeichen, sehr zäh und mühsam, denn die meisten Menschen, sich also nach dem Motto des ökonomischen Prinzips der Trägheit, dem Aussitzen, der bloß nichts ändern Mentalität und mit so wenig Energie das meiste wie möglich zu erlangen, vorgehen. Ja, das wissen wir ja. Auch aus eigener Erfahrung, manchmal kommt man nicht, oder will man lieber chillen. Ach, nichts ändern jetzt, wir chillen. Muss ich auch mal ausruhen, oder? Ja! Tja, also. Ja, und nur wenige Menschen sind von Natur aus freigeistig, so könnte man es vielleicht beschreiben, selbstkritisch und vorausdenkend gestrickt. Darunter eine Abbildung einer Szene aus dem Film Die Matrix aus dem ersten Teil, die ich erläutert bekam oder gefunden habe mit dem Dialog auf dieser Seite, die ich da als Quelle des Bildes angegeben habe, peitsistgeil.de, wo wir Morpheus sehen, der sagt, es ist eine Scheinwelt, die man dir vorgaukelt. Ja, und das ist insofern auch mal ganz interessant, sich das also vor Augen zu führen, diesen Dialog. Und den findet man unter anderem hier eben auf der Seite, die ich genannt habe.
Denn es fängt ja damit an, dass es also in diesem Film Matrix, der ist auf jeden Fall sehenswert, sollte jeder allerdings mit entsprechendem Bewusstsein mal sich ansehen, wo also jemand sich die Frage stellt, was eigentlich los ist, der spürt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Und das ist dieser Neo und der also dann neugierig fragt, was ist denn die Matrix, ne? Weil er das gehört hat. Dann also in diesen überhaupt erstmal das begreift, dass er einem Kontrollsystem unterliegt, ja. Und er dann sagt, also mir missfällt der Gedanke, mein Leben nicht unter Kontrolle zu haben. und so weiter. Aber es ist eben so, dass er dann herausfindet, dass mit der Welt irgendwas nicht stimmt und er es auch fühlt. Und viele von uns fühlen das ja auch. Viele von denen, die wir gerne noch ansprechen möchten, fühlen das. Man sieht es also, dass irgendwas nicht stimmt. Man kann diese Matrix erkennen. Wir erkennen sie ja inzwischen. Man sieht sie, wenn man aus dem Fenster schaut, ne? Wie alle da zur Arbeit rasen oder sich in den Zug hinein, oder Straßenbahn hinein, Tram hinein zwängen, um schnell und pünktlich zur Arbeit zu kommen und so weiter. Oder wenn man den Fernseher anmacht, ist ja Matrix-Instrument Nummer 1 und eben egal, was man macht, Arbeit, Kirche, Schule, wenn du Steuern zahlst, es ist eine Scheinwelt, die man dir vorgaukelt, um dich von der Wahrheit abzulenken und letztendlich auch auszubeuten. Ja, und dann die Frage nach der Wahrheit. Und die Wahrheit ist eben das unglaublich Schmerzhafte. Das muss uns auch nochmal klar sein. Und deswegen das mit der Realität. Jeder bastelt sich seine Realität, so wie er sich am besten damit wohlfühlt. Erst diejenigen, die unzufrieden sind mit ihrer Realität, fangen ja eigentlich an ihrer Realität zu zweifeln. Hier in dem Fall, wo in der Matrix wird das erläutert, in dem eben gesagt wird, du bist ein Sklave. Ja, das erkennst du. Ne? Du würdest, so sagt der Morpheus ja zum Neo, du wurdest also wie ein, wie wir alle in die Sklaverei geboren und lebst in einem Gefängnis. Und dieses Gefängnis ist vor allem ein Gefängnis für deinen Verstand. Und es ist eben sehr schwer, ein Gefängnis zu erläutern, das man physisch nicht anfassen kann und nicht sehen kann und nicht in der Form spüren, körperlich spüren kann. Und deshalb macht es für die meisten Menschen auch so unerklärlich, zu spüren, dass sie in einem Gefängnis leben, was sie nicht sehen können, nicht anfassen können. Ja, und eben wie gesagt, viele fangen auch in einem solchen Moment, wo so, über sowas gesprochen wird, dann fangen sie an, das ist unbequem, das ist, soll sie aus ihrer Traumwelt, würde sie das ja befreien oder herausholen. Und wer möchte schon gern aus einem Traum geweckt werden, wenn sofern er gut ist, ne? Oder? Ja, und dann hier eben, wie gesagt, die Erläuterung in dem Film. Und da steckt möglicherweise auch viel Wahrheit dahinter. Die Matrix, das ist eine computergenerierte Traumwelt, die geschaffen wurde, um uns unter Kontrolle zu halten. Und ja, und dann der Verweis hin zu dieser Batterie, dass wir selber nichts anderes sind als ein Energiespender für diese Matrix. Und so weiter. Ich will das auch nicht alles durchgehen. Ihr könnt das alles euch selbst durchlesen, beziehungsweise den Film auch nochmal ansehen, aber eben sehr bewusst eben diese Stellen auch mal analysieren, von mir aus auch 2-3 Mal anschauen, wer es noch nicht gemacht hat, um den Sinn dieses Filmes zu verstehen, der eigentlich einen Stempel uns aufdrückt, der Wahrheit, wie wir eigentlich leben. Ja, also man kann der Matrix nicht den Vorwurf machen oder den Machern der Matrix, dass sie nicht darauf hinweisen, dass wir erkennen können, dass es sich um eine Matrix handelt. Denn diese Hinweise sind ja vielfältig da. Wir können sie jeden Tag sehen oder spüren. Ja, aber eben um einen effektiven Wandel zu ermöglichen, braucht es die Masse. Da reicht der Einzelne nicht. Das wissen auch die DIMMs, die dominante irrsinnige Minorität.
die also, für alle die, die das Wort jetzt vielleicht noch nicht so kennen, die also sich zusammensetzt aus den wenigen Familien, die diese Erde seit ewigen Zeiten regieren, ja, führen. Ja, das geht in Tausende von Jahren zumindest zurück. Und die sich eben dieser Techniken bewusst sind und uns Menschen so effektiv seit langer Zeit manipulieren. Es ist also für diese sehr gefährlich, zu rasch, zu radikal vorzugehen, um die Realitäten der Menschen, im Sinne der Dims natürlich, zu verändern. Es kann leicht passieren, dass die Realitätsschnittpunkte oder Stellen häufiger und mehr werden und das Hinterfragen der eigenen Realität dann zur Bewusstseinsweiche führt, bei der die Menschen dann aufwachen und das bestehende System in Frage stellen. Ja, wir sehen ja, tagtäglich, jeden Tag unendlich viele Zuschriften, was da alles geschieht, wo dann einfach Gewalt ausgeübt wird seitens von bewaffneten Uniformierten, die ja die ausführenden Organe sind des Systems, die also vor allen Dingen missliebigen Menschen, Leuten, die dem System nicht mehr folgen oder folgen wollen, die also andere Ansichten haben, andere Gedanken hegen und auch noch die Frechheit haben, das System anzuschreiben mit Auskunftsbegehren oder ähnlichem, dass sie dann diese Leutchen drangsalieren, ja, bestrafen, Kinder wegnehmen, Haus wegnehmen, was auch immer alles tun, um diese Leute einzuschüchtern und möglicherweise auch als abschreckendes Beispiel für andere geltend so bestrafen, dass andere sagen, oh nee, da mache ich doch lieber nicht, ne? Oder so. Das ist der Sinn und Zweck dieser Übung. Was aber ad absurdum geführt wird, wenn alle oder die Masse mit dem System nicht mehr einverstanden ist. Ja, und darunter eine Abbildung, wo auch nochmal diese bereits in früheren Sendungen diskutierte Flüchtlingsinvasion oder Asylinvasion gezeigt wird, die ja im Moment stattfindet. Ich höre da immer von einigen so Kritik, ich sei fremdenfeindlich, wenn ich darüber spreche oder sowas. Das ist vollständig irrsinnig. Man kann dann auch nur von Systemtrollen kommen, die da Misslieben einführen wollen. Oder sind eben Leute, die das alles nicht so richtig durchschauen. Das kann natürlich auch sein. Es geht nicht darum, dass man einzelnen Menschen, die aus einer anderen Kultur kommen, nicht auch freundlich gesinnt ist und die nicht gern haben mag und schätzen mag oder so. Aber es geht ja hier um was ganz was anderes. Das wissen doch die Leute, die hier alle zuhören. Und viele andere Menschen, die sich mit dem, die das erkannt haben und die sich mit dieser Sache auseinandersetzen. Ist ja auch ein großes Thema im Moment. Wo also klar wird, dass das eine gesteuerte Aktion ist, eine gesteuerte Völkerwanderung, die man inszeniert hat, um eben die Welt in die Realitäten in der Welt zu verändern. Und zwar übergeordnet. Was dann natürlich die Leute erstmal begreifen müssen. Und einige sind sehr schnell auf den Zug aufgesprungen und sagen, ja, bloß rein, alle Flüchtlinge, was nur hat, rein. Ganz China kann hier rein, in unser Dorf, kein Problem. Ein paar Milliarden kriegen wir schon unter. Und dann noch Hurra schreien aus unverstandener Strategie, die sie nicht erkennen können, aus welchem Grund auch immer. Aber auch das kippt häufig in dem Moment, wo es dann ans eigene Leder geht, wo dann also das eigene Leben nicht mehr möglich ist. Und so, ach, sorry, aber wir müssen jetzt leider die Flüchtlinge und Asylanten verpflegen. Wir können dir leider kein Geld mehr zahlen. Oder du musst jetzt deinen Job abgeben. Ja, da sind so und so viele andere, die übernehmen das für viel weniger. Die brauchen wir nicht mal was zahlen. Die brauchen bloß ein, ne? Ja, Knochen oder so. Ja. Und erst dann. Dann fangen die Leute an, ja, aber wieso, ich bin doch, und ja. Aber das kommt dann eben meist erst, wenn dann diese nichts mehr dagegen tun können. Ja, das müssen wir auch mal im Auge behalten. Und dass das natürlich alles fingiert und finanziert ist und wie auch immer durch die entsprechenden Mächtigen, das wissen wir auch.
Und das hier speziell in der Brit, ja, das ist ja kein Staat, das ist mehr, die haben ja nicht mal ein eigenes Staatsvolk, ja, und für die ist das nur recht, ne? Wenn die also noch, je mehr, desto besser, und nachher geben sie den Personalausweis, dann haben sie wenigstens wieder mehr Personal, weil sehr viele ja ihren Personalausweis inzwischen abgeben. Ja, austreten aus der Firma und so weiter. Aber das brauche ich auch nicht erläutern, das haben wir in der vergangenen Sendung recht intensiv diskutiert, das ist jetzt nun mal gerade im Gange bei dieser geplanten Asylinvasion und Flüchtlingskrise, in Anführungszeichen, in die uns die DIMs, die dominant irrsinnige Minorität, diese paar Familien eben hineinmanövriert haben und wo scharenweise nunmehr die Menschen den Unrat wittern, ne? Also die ganzen Leute, die also jetzt nervös werden, die Protestierenden, organisierten Protestierenden, das ist ja eigentlich auch gewollt. Man will ja die Leute gegeneinander aufhetzen und vor allen Dingen eben die, die eigentlich ursächlich nichts dafür können, aufeinander hetzen und sich am besten die Köpfe einschlagen lassen. Ja, damit kann man dann eingreifen von oben. Das haben wir auch schon diskutiert. Ja, und so diese Leute, die mit einmal vorher überhaupt, haben immer gedacht, sitzen in ihrem Gartenhäuschen mit den Zwergen da vorne und alles war in Ordnung, haben eine Modelleisenbahn draußen im Garten aufgebaut und spielen, wo jetzt mit einmal die Asylanten über den Gartenzaun schauen und sagen, hast du mal einen Euro? Oder so, oder ach, die Hütte ist aber nett, aber die ist zu klein für mich. Hier, also dein Haus dahinter ist netter, ne? Also zieh mal um. Du in die Hütte, ich ins Haus. Und das, ich übertreibe das ein bisschen karikiert, natürlich. Und dann vielleicht noch auch nicht mal mehr nur mit einem Baseballschläger kommen, den sie irgendwo gefunden haben, sondern mit anderen Sachen, ne, die auch vermutet werden, dass sie vielleicht mit Waffen ausgerüstet werden könnten, um eben diese Zwietracht hier im Lande zu säen. Wobei die Beweise fehlen, die hundertprozentigen Beweise fehlen bis dann. Aber möglich ist das. Ja, und auf die andere Weise werden diese Leute, die sich vorher mit der Modelleisenbahn im Garten und den Gartenzwergen beschäftigt haben und gedacht haben, das ist meine Welt, die ist wunderschön, sich also ihre kleine eigene Superwelt, das ist nur beispielhaft, ja, da also aufgebaut haben, die dann einfach sagen, ja, hoppla, so irgendwas stimmt da nicht mehr. Und dadurch geraten sie an diese Schnittstelle, diesen Schnittpunkt und haben die Möglichkeit, einen bewusstseinsweichen Weg zu wählen. Und zu sagen, hoppla, ja, Moment, das stimmt, warum machen die das? Und dann sieht man mit einmal seine Realität, die vorher noch fantastisch gestummelt hat, ja, die also dann ja ein bisschen durcheinander ist und man erfährt einen Bewusstseinssprung vielleicht. Das hoffen wir. Okay, darunter auch nochmal eine Abbildung eines aktuellen Ereignisses, nämlich der Papst und alle Gruppenführer der Nationen, ja, die Firmennationen der Welt haben sich ja jetzt gerade in New York da versammelt oder hatten sich versammelt, wie auch immer. Es ist im Einkommen und Gehen, wo vor allen Dingen jetzt hier der Papst eine große Rolle spielt und ich habe da eine Collage gemacht aus Bildern, die von dort stammen, nämlich der linke Abbildung zeigt den Papst mit Obama herzlich lachend. Und zwar so, dass man denkt, die müssen irgendwas ganz Schlimmes gedacht oder gesagt haben. Und rechts daneben Herr Putin mit dem Papst, ja, aber auch recht freundlich grinsend. Ja, und ich habe denen ein wenig die Sprechblase in den Mund gelegt beim linken Bild. Hey du, Barry, die glauben uns den ganzen Quatsch. Und dabei lachen sie so herzlich. Ne? Und rechts mit dem Wladimir. Wladimir, du machst das sehr gut, spielst du uns in die Hände. Klasse. Ja, und darunter eben nochmal der Papst mit Häubchen, wie er den Schäfchen mal die Hand reicht. Rechts daneben, gerade neu bestellte Rolls-Royce mit der Kennzeichennummer 666. Und dann runter, und ihr, meine dummen Schäfchen, zahlt schön die neue Klimasteuer pro Nase, damit wir uns eine richtige goldene Nase verdienen können und bei Zeiten dann euer Fell über die Ohren ziehen können, oder? Ist natürlich eine Persiflage, karikiert. Ich hoffe, ihr versteht das.
Also nicht angezipft, so, ne? Hier, wenn, ne? Ich euren Hero da vielleicht irgendwo angekratzt haben sollte, bei die meisten hier zuhören. Ja, oder? So ist es. Ja, also, gut, und, ja, und dann darunter noch ein anderes Bildchen, eben, ja, das ist der Dienst Rolls-Royce, in dem er da sitzt hinten, den ich abgebildet habe, und daneben sein Emblem, er ist ja Jesuit, ja, die gibt es seit 1540 offiziell, ja. Society of Jesus, ja, ja. Und daneben rechts habe ich ihm aber auch unterlegt. Das hat er nicht tatsächlich gesagt. Ja, das bitte richtig verstehen, sondern es ist eine Persiflage, wo er da im Fernsehen eine Ansprache hält oder so. Und da habe ich ihm unterlegt, oh, ja, oh, Jesus spielt bei uns in der neuen Serie nicht mehr mit. Leider. Aber er passt halt nicht mehr rein. Ne? Ja. Und links darunter auch nochmal Bilder, wie sie empfunden wurden vor der Kreuzigung von Jesus Christus, da dieses ein Abbild von diesem sogenannten Grabtuch, ja, da ist durchgestrichen, und rechts daneben irgendwo ein Salafisten-Plakat: Jesus ist Muslim, ne? Also Jesus ist ein Muslim, ne? Darunter: Money, money, money must be funny. Kennt man ja. Also ich kann nicht so gut singen, aber ihr wisst schon, was ich meine. In a rich man's world, money, 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 always sunny in a rich man's world. All the things I could do if I had a little money. It's a rich man's world, it's a rich man's world. Also letztendlich geht es um Geld, Reichtum. Ja, und da ein bisschen Schuldgeld abgebildet mit ordentlich viel Blut drauf. Ja. Warum komme ich da drauf? Gut, wenn man also sich die Ansprachen da so ein bisschen durchschaut, die hat man natürlich nicht alle angehört, aber so kleine Essenzen, dann hat er ja vor der UNO gesagt, nicht, ich komme im Auftrag des Herrn oder Gottes oder Jesus oder wie auch immer, sondern er hat gesagt, ich komme in eigenem Interesse und eigenem Auftrag. Das hat er gesagt. Und im Auftrage der Firma Katholische Kirche. Ne? Ist ja auch eine Firma, Vatikan. Da ist nichts mehr von Jesus gesagt worden, nichts mehr von Gott gesagt worden. Da geht es nur noch um die Firma, das Unternehmen, den globalen Konzern Vatikan und katholische Kirche. Das sind ja zig, hunderte Millionen oder wie auch immer. Ja, vielleicht sogar Milliarden, die da Personal sind. Ja, okay, gut. Gewundert man sich. Ne? Und deswegen das Bild darunter, ja, wo ich so ein bisschen das Cover eines Buches, The Secret History of the Jesuits, also das, die geheime Geschichte der Jesuiten mit einem Kreuz auf in der Mitte eines Hakenkreuzes reingesteckt, dass man, also dass man lesen kann man sich bestellen. Darunter wieder das blutbefleckte Schuldgeld der Federal Reserve Bank, darunter wieder die Kreuzigungsvorszene, also der Verurteilung da oder so. Wo man noch hätte sagen können, nein, nein, begnadige ihn, lass ihn. Nein, 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 das wollten sie nicht. Und rechts daneben der Grund, weil er hat die Banks da aus dem, ja, aus dem Tempel gejagt, da, wie man da in dieser Karikatur sehen kann. Mit der Aussage, passt Jesus nicht zur Vatikanbank, dem Schuldgeld und der CO2-Abgabe? Ja, also auch übergeordnet treten nun Strukturen klar zum Vorschein, indem sich der Jesuitenpapst als Vollblut-NWOler präsentiert. NWO steht immer für die neue Weltordnung, für alle, die das nicht wissen. Nichts mehr von Jesus Christus, dem Christentum verbreitet, sondern sich auf weltliche Art mit Aliens, also Dämonen vielleicht, ja, der Klimakatastrophe, der eine Weltreligion, dem Islam, der Eugenik und anderen Dingen auf die Politiker- und Firmenebene herunterbegeben hat und jesuitisch-kommunistische Gedanken verbreitet. Auch hier wurde schon mal gesagt, was haben denn Bankster mit Kommunismus zu tun?
Der Kommunismus ist die feinste Lebensart für diese. Und zwar die Kommunismus, wie sie ihn interpretieren. Also es gibt Butter ganz oben und dann gibt es unten nur noch das gemischte Volk. Ja? Das aber nicht mehr Herr und Souverän ist, sondern nur noch Masse, die man dirigieren kann. So wie es heute und im Moment ja stattfindet. Zu befremdend ist das für die eigene katholische Religionslehre. Also da sind nicht alle so ganz damit einverstanden, wie das der Papst da macht. Das Christentum, Widerstand, auch da ist vorprogrammiert. Ja, und darunter eine Abbildung einer neuen Veröffentlichung von NASA. Never a straight answer, heißt das ja übersetzt, ne? Von den Leuten, die jetzt so ein bisschen veräppeln. Niemals eine wahre Antwort. Ne? Also immer Lügerei sozusagen, könnte man es auch nennen, wenn man es umdreht. Direkt von der NASA.gov, GOV, Webseite. Die also gerade entdeckt haben, hoppala, ach, jetzt gerade zufälligerweise, auf dem Mars gibt's Wasser, hoppala, klingelingeling, ne? Und jetzt sieht der Mars auch nicht mehr gelb aus, wie er sonst immer abgebildet wird. Ja, ist auch schwierig, ne? Sondern ist wunderschön blau, türkis und ach, ne? Und darunter eine Abbildung eines Werbeplakats von dem neuen Film The Martian. Martian geschrieben, das ist nicht der Martin, sondern das ist der Marsmensch, könnte man zum Beispiel sagen, oder der Marsbewohner, oder der vom Mars kam, oder ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Zeitgleich nehme ich, macht die NASA, eine Firma, Leutchen, kommt, ist eine Firma, ein Verbund des militärisch-industriellen Komplexes, Propaganda für außerirdisches Leben, findet zufällig, massenhaft Wasser auf dem Mars, entdeckt neue Erden, in Anführungszeichen, vergleichbar mit unserer Welt, zeitgleich auch mit der Hollywood-Propagandamaschine, die den neuen Film The Martian herausbringt, ganz ohne Hintergedanken, oder? Natürlich gedreht auf demselben Gelände, auf dem bereits die Mars-Roboter-Serie gedreht wurde. Wie sieht das nachher? Müssen Sie das alles wieder einfärben, weil ja doch Wasser da ist. Ne? Bis jetzt haben sie... Übrigens gehören diese Firmen ja alle den gleichen. Ne? Das nur, dass ihr das nochmal wisst. Ich habe da drunter einen Trailer, also einen kurzen Ankündigungsfilm. Der Verfasser dieses Films dort mit reingestellt. Könnt ihr euch das mal anschauen, ne? Worum es ungefähr geht. Darunter noch eine Abbildung des Kepler-Teleskops. Wo eben die NASA ja vor kurzem gerade angekündigt hat, ey, im Übrigen, wir haben eine Erde gefunden, ey, die ist fast so wie unsere, ne? So nach dem Motto. Ja, und darunter eine Collage aus den Matrix-Bildern. Das Matrix-Spiel wird also immer spannender, weil sich immer mehr Menschen irritiert fühlen und so leichter das Spiel hinterfragen wollen oder können. Wird's jetzt eng für die Matrixmacher, also die Dims und Konsorten? Ja, und da dachte ich, können wir heute mal ein bisschen so anfangen zu diskutieren. Ne? Ja, ihr könnt natürlich auch eure aktuellen Infos, Kommentare, Ansichten, Fragen und so reinsehen unter radio@wakeness.net. Oder, ja, das wäre prima und ist schon einiges da. Das gehen wir dann im Laufe der Sendung durch, auch natürlich gerne aktuelle Dinge, denn wir wollen ja auch ein bisschen den Überblick geben über die aktuelle Situation. Tja, und ich muss sagen, also für mich als mein Empfinden, ich meine, ich bin ja auch so jemand, der das ein wenig durch den Kakao zieht, was die da so machen, weil anders kann man das ja gar nicht mehr sehen. Ne? Wenn man das einmal durchschaut hat, was da alles abläuft, das ist ja so profan und so billig alles. Ne? Ich habe schon ganz zu Anfang gesagt, mit diesem Mars-Roboter, dass das alles gefaked ist. Also gefaked heißt nichts anderes, als dass das uns täuschend vorgemacht wird. Ne? Faken ist natürlich einfacher zu sagen. Und hat sich inzwischen schon bei den jungen Leuten auf jeden Fall durchgesetzt. Ob man das nun gut findet oder nicht. Aber dann wissen die, was
ich damit meine, wo ich schon damals entdeckt habe, hoppala, die zeigen ja eine Atmosphäre, ja, auf dem Mars, ne, mit Chemtrails und Wolken. Es konnten keine Wolken sein, das waren Chemtrails. Habe ich sogar schon ein Filmchen gemacht. Och, da waren die Leutchen sauer. Ja, Chemtrails auf dem Mars? Fragezeichen? Oder so ähnlich, habe ich es genannt. Ja, das sind so Punkte, Stellen, wo man die Leute ins Grübeln bringen kann. Und sagen, ja, aber das, und die Leute haben sich alle wieder rausgezogen und sagen, ja, das ist doch nur gezeichnet, damit man sich das vorstellen kann. Ja, aber Moment, wenn ich doch von der NASA bin, wissenschaftlich geschult, jetzt nicht selber der Grafiker ist, der das macht, sondern aber die das Briefing gibt. Ne? Oder spätestens, wenn man den Entwurf gesehen hat mit Chemtrails und Atmosphären, muss man doch dem Grafiker sagen, oh nee, wir sind nicht auf der Erde. Wir sind auf dem Mars und da gibt's keine Atmosphäre. Deswegen auch keine Wolken, kein Wasser. Gut, Chemtrails, ja, also keine Wasserwolken. So, ja. Aber gut. Da das nicht gemacht wurde und das eine offizielle Veröffentlichung war, muss man davon ausgehen, dass das bewusst zugelassen wurde, damit die Leute ein wenig dahinter schauen können. Ja, und die Leute aus der Wissenschaftsecke fühlen sich nicht so ganz wohl damit und sagen, ja, das ist nur, ja, damit man das besser sehen kann. Ne? Also, ne? Also, schwieriges, ja. Und das Problem, was wir hier auch haben, ist, dass eine Menge Berufszweige, ja, überhaupt Berufe. Ne? Bist du als Tischler auf die Welt gekommen? Ne? Oder als Landwirt? Ne? Als Ingenieur? Nichts zu schwer? Ja? Oder so auf die Erde gekommen? Nein, das mit den Berufen, das ist ja auch eine geschickte Sache, weil natürlich kann man jemanden einengen in seinem Denken, in seinem Handeln. Aber gut, das ist noch ein anderes. Ja, das kommt. Ich will nicht zu viele Töpfe aufmachen hier, sonst würde ich ja nur wieder solche Kommentare, ne? Oder? Gut. Naja, jedenfalls wisst ihr, dass ich das so ein bisschen auf die Schippe nehme und dadurch versuche, die Leute ein wenig ins Grübeln zu bringen. Und ein wenig muss es auch so sein, dass wir provozieren mit unseren Fragen oder unseren Darstellungen, um eben dafür zu sorgen, dass die Menschen wach werden. Denn alles, was wir erleben, alles, was unser Leben schwer macht und das Leben der anderen, basiert darauf, dass wir keine Wahrheit erkennen können, dass wir das Bewusstsein nicht erlangt haben, dass es uns möglich macht, die Wahrheit zu sehen, zu empfinden oder überhaupt zu finden. Wenn wir einen Bewusstseinssprung in großem Umfang machen würden, was ja alle hoffen, dass es kommt, dann könnten wir uns als Menschheit dem Thema der Wahrheit wesentlich annähern. Denn es gibt ja auch viele Informationen, die da sind. Ja, also ja, eigentlich sind alle Informationen da. Sie werden entweder zurückgehalten, sie werden vernebelt, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie werden zerstört, ja. Alle diese Dinge sind ja eigentlich da. Und wenn wir uns alle dazu entschließen würden, wir wollen eigentlich jetzt den Weg gehen, dass wir jetzt mal endlich mal wissen wollen, was wirklich Sache ist, uns zusammenschließen würden, ganz friedlich, da brauchen wir uns nicht zu bekriegen oder umzulegen oder sonst irgendwas oder zu übervorteilen gegenseitig, sondern wenn wir alle gemeinsam den Schlüssel finden würden, könnten wir die Tür aufmachen und die Wahrheit finden. Das ist wahrscheinlich die Aufgabe, die man diesen Wesen, die wir Menschen nennen, hier auf dieser Erde gegeben hat. Schauen wir mal, ne, wie weit wir uns da herantasten können, müssen. Vielleicht dauert es doch noch länger, als wir gedacht haben, aber was spielt schon Zeit für eine Rolle? Ne? Das haben wir ja auch schon mal diskutiert. Eine Dimension, die es möglicherweise gar nicht gibt, die künstlich ist. Wer weiß. Gut. Ja, also ich denke mal, soweit sind wir jetzt hier. Wir gehen jetzt mal in eine kleine Verschnaufpause und ihr könnt auch in dieser Pause gerne eure Infos, Kommentare anziehen.
Fragen und so reinsenden unter radio.net. Freue mich, wenn wir dann vieles zu diskutieren haben. Ja, und natürlich auch danken wir, wenn ihr uns unterstützt. Allein schon den Namen zu tragen, Awakeness.net oder United with Strike oder Awakeness.tv, das ist klasse, weil dadurch wird man aufmerksam auf eben das, was wir tun, was wir alle tun müssen eigentlich. Und wir hatten letzte Woche wirklich das Erlebnis, dass ganz viele Menschen auch neugierig wurden, ja, dabei. Und wenn wir dann den Film fertig haben von der letzten Woche, wird er sicher auch die Runde machen. Auch in Regionen, die wir vielleicht bis jetzt noch gar nicht so berührt haben. Ja, das war ja auch der Sinn, ein bisschen zu überlegen, wie wir das noch alles besser machen können. Ja, und wir hören jetzt ausgangs in der Pause von Flatliners. Einmal blau, ne, passend. Zum Mars, und so weiter, können wir mal drüber nachdenken. Oder und natürlich gute Atmosphäre. Und dann sehen wir uns gleich wieder nach diesen Songs. Und ja, und wir brauchen eure Unterstützung. Sticker nicht vergessen, ganz wichtig, auch eine Methode, uns und Awakeness bekannter zu machen. Und auch sonstige Unterstützung, wo ihr könnt. Wir können es brauchen. Wir sind nämlich nicht kommerziell und können nicht aus eigenen Profiten, indem wir Schuldgeld anderen abzogen und selbst finanzieren. Okay, also, wir gehen jetzt rein und wir sehen uns gleich wieder in der 2 Stunden. Das ist hochspannend. Awakeness Radio, Awakeness TV. IC Radio Network and UWS strongly promote the use of grassroots patriot music. Please drop us a line and we'll play your music. Entspannung und Schlaf.
BBC Radio Network and UWS strongly promote the use of grassroots patriot music. Please drop us a line and we'll play your music.
This is Wake News Radio with Detlev on UWS Community Radio and the International Community Radio Network. Ja, ich begrüße euch zurück hier in der zweiten Stunde unserer heutigen Live-Sendung hier am 29. September 2015. Fast haben wir es geschafft, ne? Kommen wir in den Oktober rein. Haha, wer hätte das gedacht? Ja, viele haben ja schon gedacht, ja, nur letzte Woche ist vorbei. Aus, spätestens gestern. Ja, es sind einige Sachen passiert, aber die Sachen, die passiert sind, sind nicht so ein Bumm. Ein einziger Schlag und das war's, sondern es ist ein scheibchenweise immer stärker werdendes Gewirbel, was hier auf unserer Erde geschieht, mit dem Höhepunkt der Vorstellung der neuen Weltordnung in, so wie eine Firmenpräsentation, ne, bei der UN-Generalversammlung. Ja. Und ihr Schäfchen, ihr seid jetzt dafür da, dass ihr bitte immer schön ordentlich eure Steuern zahlt. Zusätzlich natürlich jetzt, ne? Noch für uns auch noch. Und der neue Rolls muss ja auch bezahlt werden. Ne? Und gut, wobei, in den Größenordnungen spielt das dann nicht mehr wirklich so eine große Rolle, diese paar Lohnungsdifferenzen. Ne? Fliegendreck. Ne? Ja, oder? Aber für uns normale Menschen schon ein bisschen eine Herausforderung, so viel Kohle abzudrücken, war es doch schon so teuer, jetzt noch mehr. Na gut, aber die Auswirkungen werden wir ja erst alle spüren. Die Auswirkungen der letzten Bilderberger-Sitzung da in Telfs in Tirol, die spüren wir jetzt gerade durch die Asylinvasion, die Umvolkung, die beschlossen, was ich vorher schon im kleineren Kreis, aber an die Leute zur Umsetzung herangelangt wurde. Und natürlich ist es auch interessant, diese einzelnen Figuren zu untersuchen. Ne? Man ist ja jetzt der Ansicht, man hat diese Zweifel erhoben, ja, ob diese Frau von der Leyen, ob die überhaupt ihren Doktortitel ordnungsgemäß erworben hat, haben soll. Ne? Tja, schon wieder so ein. Ja, ist doch gut, wenn man den Sachen nachgeht. Kann man doch herausfinden. Und natürlich ist es auch Sand im Getriebe, wenn die ständig ihre Figuren austauschen müssen. Ne? So viel, ja, da kommen die dann auch ein bisschen so ins, ne? Und machen einen Fehler dabei und so. Und dann wird es noch deutlicher und noch deutlicher. Also, ne? Bitte, wer dazu sachdienlich hinweisen und mithelfen kann, nur zu, oder? Ja, und wir haben heute die Sendung, erste Live-Sendung wieder nach unserem Außenaufnahmen, Terminen, die waren in der letzten Woche genannt, Realitätsschnittstellen und Bewusstseinsweiche. Was damit auf sich hat, habe ich sehr ausführlich in der ersten Stunde schon erläutert. Und ihr seid herzlich gerne aufgefordert, eure Infos, Kommentare, Ansichten, Fragen und so weiter reinzusenden unter radio@wakenews.net. Freue mich. Ja, und insofern, ist es super, wenn ihr hier eure Ansichten mitteilt, weil das ist schon wichtig, dass wir diese Informationen von euch auch teilen. Ja, jetzt habe ich schon einiges geöffnet. Da schauen wir jetzt mal. Da kam was, eilt, keine Grenzkontrollen mehr, vermutete 30.000 unregistrierte Flüchtlinge pro Tag werden mit Zügen nach und in die Aufnahmelager nach Deutschland geschickt. Ja, das Innenministerium schweigt bislang. Das kam dem Blog Das Erwachen der Valkyra. Ja, valkyra.wordpress.com konnte er dann durchlesen. Ne? Ja, das andere war doch nur Show da mit der Autobahnkontrolle. Da wollten sie auch nicht die Flüchtlinge kontrollieren, sondern die anderen Leute. Ne? Wer fährt da eigentlich über die Grenze? Ne? Von den Leuten, die da wohnen und so. Ne? Da gemeldet sind. Also das Personal. Ne? Was macht das Personal? Ja, also so. Ne? Also das gebe ich euch dann später im Link bekannt. Dann hier, was kam hier? Also ein Aufruf. Bei Bülent steht die Polizei vor der Tür. Oh, ja, wer ist Bülent? Da müsst ihr mir vielleicht ein bisschen helfen.
keine Ahnung, wer das ist. Da waren irgendwelche Polizisten, die da ihn abgeholt haben, mit einem SUV, also mit einem BMW Allrad, ja, zivil, ne? Und so weiter. Also da blicke ich nicht durch, was das heißt. Da müsst ihr mir mehr Infos geben. Gut. Ja, ich kann ja nicht alles wissen, oder? Hier, dann bitte aus den zwei Beiträgen etwas in der heutigen Sendung vorlesen. Danke. Ja, so. Ne? Mach das hier. Schickt's hin. Mach. So. Na gut. Es ist, sind zwei Dinge. Na gut, fangen wir bei den. Ist natürlich jetzt die Einwanderungsgeschichte. Ist natürlich top. Ist ja auch richtig, weil es wird dazu beitragen, dass eben viele jetzt diese Realitäten Berührungspunkte bekommen, Schnittstellen, ja, und dann vielleicht mal drüber nachdenken, was da vielleicht dahinter steckt. Mit den illegalen Einwanderern, so verlese ich von da, sind auch tausende IS-Kämpfer nach Europa gekommen, ihr Hauptziel Deutschland. Ihre Absichten Chaos und Gewalt sowie die Errichtung eines islamischen Staates. Sobald die Behörden der Invasion nicht mehr Herr werden, in den nächsten Monaten kommen noch ein paar Millionen, führen die eingesickerten Islamisten den entscheidenden Schlag gegen den deutschen Staat aus. Tausende Bewaffnete stürmten in einer konzertierten Aktion Polizeiwachen und Kasernen, töten die deutschen Polizisten und Soldaten, erbeuten Waffen und bringen ganze Regionen unter ihre Kontrolle. So die Annahme. Ist noch nicht geschehen, ne? Die deutsche Zivilbevölkerung hat den Besatzern nichts entgegenzusetzen und sie ist ihnen schutzlos ausgeliefert. Die Mehrzahl der Deutschen verschanzt sich in ihren Häusern und Wohnungen und hofft vergeblich auf Hilfe von außen. Ja, entwaffnet wurden sie ja schon unter A.A. Und jetzt dürfen sie ja nicht mal, ich weiß nicht, wie ist die Regelung, die Klinge darf nicht mehr als 1,1 oder 2 Zentimeter lang sein. Oder so. Habe ich da gelesen, also von so einem Messer. Ne? Nicht das Küchenmesser, sondern das Sackmesser, was man so normalerweise bei sich trägt. Ne? Oder Handtaschenmesser. Naja. Die deutsche Zivilbevölkerung hat ihnen also nichts mehr entgegenzusetzen. Ja, und hofft vergeblich auf Hilfe von außen. Patrouillen des IS, also ISIS, ne? Fahren durch die Straßen, machen sie ja überall schon, ne? Mit neuesten US-amerikanischen Jeeps zum Beispiel. Wo sind die wohl her? Und erschießen ohne Vorwarnung jeden nicht-muslimischen Passanten. Ja, wie willst du das sehen? Na gut. Also, das ist die Annahme. Ja? Gelegentliche Gewehrsalven auf zivile Gebäude schüchtern die Bevölkerung weiter ein, sodass sich niemand mehr auf die Straße traut. Auf diese Weise bringt der IS zunächst große Teile Nordrhein-Westfalens und Niedersachsens unter seine Kontrolle. Ach, ja, sind es auch die Windsor-Verwandten, leben doch da in Hannover, ne? So, begeistert rotten sich daraufhin vielerorts junge Muslime zusammen und plündern Läden und Geschäfte. Auf den Straßen herrscht das Faustrecht. Heute ja auch schon so ein bisschen so, ne? Die bewaffneten Uniformierten, die da unterwegs sind. Auch in Berlin, wo im Kanzleramt ein Krisenstab tagt, so, eskaliert die Lage, ermutigt durch den raschen militärischen Erfolg des IS in Nordwestdeutschland, sammeln sich unzählige Muslime, vor allem gewaltbereite Jugendliche ohne berufliche Aussichten vor dem Reichstagsgebäude. Alles Annahmen bitte, ja, aus einer Zuschrift. Die anrückende Polizei ist machtlos angesichts der unüberschaubaren Menschenmenge. Das, was die Deutschen eigentlich schon mal längst hätten machen sollen, ne? Aber gut, alle Eingänge des Reichstags sind aus Sicherheitsgründen von innen verriegelt worden. Die anwesenden Parlamentarier schauen besorgt aus den Fenstern. Innerhalb der nächsten Stunden wächst die Menge der jungen Männer immer weiter an. Brandsätze, Flaschen, Steine werden gegen das Gebäude geworfen. Die Bereitschaftspolizei hat vor dem Kanzleramt Stellung bezogen, Elefantenklo, um das Gebäude im Falle weiterer Ausschreitungen zu schützen. Im ZDF-Heute-Journal spricht Klaus Kleber von einer einzigartigen Aufbruchstimmung, die Deutschland erfasst habe, die nur vergleichbar mit dem arabischen Frühling sei, so die Annahme. Plötzlich jedoch verschwinden die regulären Fernsehbilder von den Geräten. In Mainz und Köln haben Kämpfer des IS die Sendeanstalten gestürmt. Viele Mitarbeiter liegen tot in Gängen und Büros. Auch Herr Kleber und Frau Slomka befinden sich unter den Opfern. Auf dem Bildschirm erscheint ein zorniger alter Mann mit langem Bart und Turban.
Auf Arabisch mit englischen Untertiteln erklärt er sich zum Kalifen von Europa. Alle Ungläubigen sollen sich nur zum wahren Glauben an Allah und seinen Propheten Muhammad, gepriesen sei sein Name, bekennen. Als Zeichen ihres Übertritts zum einzig wahren Glauben sollen weiße Bettlaken aus den Fenstern gehängt werden. Wer dem nicht Folge leistet, soll den ganzen Zorn Allahs zu spüren bekommen. Bis zum Abend hängen an den meisten Häusern weiße Laken, wo sie fehlen, stürmen IS-Kämpfer, vielfach unterstützt von türkischen und arabischen Jugendlichen und Mitgliedern der Antifa, die Häuser und massakrieren die wehrlosen Bewohner. Die Leichen werden meist grausam verstümmelt auf die Straßen geworfen. Das ist eine Fiktion, Leute. Ja, eine Annahme. Eine Zuschrift. Jubelnd nimmt die Menschenmenge vor dem Reichstag die Ansprache des selbsternannten Kalifen von Europa auf und immer stärker stürmen die Belagerer das Parlament, bis die Türen schließlich nachgeben. Fensterscheiben werden eingeworfen, massenhaft drängen die Menschen durch die aufgebrochenen Türen. Im Gebäude ereignet sich unfassbare Verfolgungsjagden und Gewaltszenen. Abgeordnete, die vor dem Mob die Flucht ergreifen, werden zuletzt in der Reichstagskuppel gestellt und niedergestochen. So steht er. Andere werden gewaltsam aus den Fenstern geworfen, vereinzelt auch enthauptet, da die Abgeordnete von B90, die Grünen und die Linken schon frühzeitig über die Revolution informiert waren, befinden sich glücklicherweise nur noch Mitglieder von CDU und SPD im Reichstag. Mehrere Brände werden in den Büros gelegt. Am späten Abend steht das gesamte Gebäude in Flammen. Als die Polizei vor dem Kanzleramt den Mob nicht mehr aufhalten kann, muss die Verteidigung als aussichtslos aufgegeben werden. In Klammern, aus großen Gründen verfügen viele der Beamten nicht über ausreichend Munition und die wenigen Schüsse, die man abgibt, verpuffen praktisch wirkungslos angesichts der schieren Überzahl der Angreifer. Kommen wir zu. Während die Massen auf das Gebäude vordringen, landen zwei Polizeihubschrauber auf dem Dach des Kanzleramts, um die Kanzlerin und ihre Minister zu evakuieren. Merkel setzt sich ins nahe Polen ab, bittet die dortige Regierung politisches Asyl. Sie sei schließlich polnischer Abstammung und könne deshalb auf eine besondere Fürsorge des polnischen Staates rechnen. Da in Polen fast keine Muslime leben, ist es dort weiterhin ruhig und sicher geblieben. Trotzdem lehnt die polnische Regierung Merkels Asylantrag ab, da sie die Sicherheit der geflüchteten Kanzlerin nicht garantieren könne. So, die Zuschrift, ja, alles eine Fiktion. Zwei Wochen später berichtet das paraguayische Staatsfernsehen über die Ankunft Merkels in ihrem neuen Wohnort einer großzügigen Hacienda in der Nähe von Asunción. In einem Interview erklärt Frau Merkel, dass der neue Kalif illegitim sei und dass sie sich auch weiterhin als die Kanzlerin aller Menschen in Deutschland verstehe. Deutschland oder vielmehr das Gebiet, das einmal Deutschland hieß, steht nun vollständig unter Kontrolle des IS. Die eingeborene Bevölkerung hat sich weitgehend in ihr Schicksal ergeben und ist in die Wälder geflohen. Von Schweden bis Spanien brechen zeitgleich ähnliche Aufstände der muslimischen Bevölkerung aus. Fast ganz Westeuropa befindet sich in muslimischer Hand, so die fiktive Zuschrift. Einzig die osteuropäischen Staaten wehren sich in einer größeren Militärkoalition gegen den muslimischen Zugriff. Es ist aber nur eine Frage der Zeit, bis die verbliebenen Staaten zwischen dem IS und dem Widerstaat Russland zerrieben und aufgeteilt werden. Die USA und alle außereuropäischen Staaten haben inzwischen ihre Grenzen geschlossen, nehmen keine Bürgerkriegsflüchtlinge auf. Präsident Trump erklärt, dass Beispiel Europas zeige, dass keine gute Idee sei, Flüchtlinge in größeren Zahl Asyl zu gewähren. Er werde jedoch schmerzhafte Handelssanktionen gegen den islamischen Staat anordnen. Darüber hinaus werde man beobachten, wie sich die Lage weiterentwickelte und zu gegebener Zeit in konstruktive Gespräche mit den neuen Machthabern eintreten. Eine fiktive Ansicht, wie sich das Leben entwickeln könnte. Ja, und so weiter. Ne? Hier noch was, aber gut, das geht so ein wenig in dieselbe Richtung. Gut, ich das habt ihr am Anfang vorgelesen. Ja, das geht vielleicht dem einen oder anderen auch so durch den Kopf, vielleicht nicht genauso, aber doch immerhin, ja, wäre das denkbar, so eine Entwicklung. Dann bekam ich noch Informationen, Harvey Friedman sei in Haft eine Kontaktaufnahme mit Boban sei erwünscht. Ja, gut, ja, oder nicht gut vielmehr. Da kam die Mitteilung, nur kurz und schnelle Meldung vorerst, Harvey wird seit dem 23. Juli in der Justizanstalt in Graz festgehalten, ohne dass sie ihm etwas vorwerfen können, weil ja alle bekannten und nachgewiesenen Protokolle und Dokumente auf seiner Leaks-Seite offen liegen.
Deshalb konnte er seit damals auch nicht mehr hier mit euch kommunizieren. Er hat gar nichts dort. Kein Handy, kein Computer und kein Internet. Er sagt Methoden wie im Mittelalter. Doch es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Er schreibt trotzdem halt alles auf Papier mit der Hand. Das ist ihm gestattet worden. Kann nur kurz telefonieren mit sehr wenigen Vertrauten und seiner Familie. Trotzdem lässt er euch lieb grüßen und entschuldigt sich, dass sich die ganze Zeit, dass sich das Ganze noch in die Länge zieht. So, doch wir sollten eine Aktion starten, dass die Öffentlichkeit erfährt, was die korrupte Justiz hier, also dort in Graz, macht. Das ist nicht anders als hier, oder? Denn sie haben nichts gegen ihn in der Hand. Sie ziehen es so lange wie möglich in die Länge. Wir wissen ja, wie das funktioniert. Ja. Also da kann ich die Links dann auch nochmal geben in die Linkliste, oder? Dann habt ihr das auf jeden Fall auch mal zur Verfügung. Ja, wir müssen darüber auch informieren, gar keine Frage. Dann kam was hier mit Will Merkel den inneren Notstand. Ja, also mit Sicherheit. Das ist ja der Auftrag. Ja, deswegen, also wie es vorhin geschildert war, ist auch nur eine Variante. Es ist eher davon auszugehen, dass also alles ein wenig geplant ist, ne? Oder? Ja, da gab es dann noch eine Aufnahme vom Blutmond, von der Mondfinsternis am 28.09.2015. Das kann ich gerne auch mit verlinken. Wunderbar. Dann schauen wir nochmal. Der Islam gehört nicht ins Flüchtlingsheim. Nach 1400 Jahren Hass suchen, meint ein grüner Migrationsminister, er könne intensiv religiösen Muslimen beibringen, mit anderen Religionen zu leben. Wo lebt dieser Grüne? Wo offensichtlich? Im Wolkenkuckucksheim. Damit sind dann wohl unsere Asylwohnheime so etwas wie ein Experiment am lebenden Objekt, werden die intensiv Moslems, die Christen messern oder respektvoll ihren Glauben achten, rasten die intensiv Moslems aus, wenn sie ein Kreuz sehen, sehen die intensiv Moslems in alleinreisenden christlichen Frauen Sexsklavinnen oder verhalten sie sich höflich und untadelig? Ein interessantes Experiment. Unsere Politiker sollten den ersten Schritt machen und mit ihren Kindern in Muslim lastige, so zitiere ich, von der Asylwohnheime ziehen, damit wir sicher sein können, dass wir wirklich verfolgte Menschen in Deutschland wirklich Sicherheit bieten können. Ja, da gibt es ja so grausame Geschichten, ne, über Vergewaltigung und so weiter. Will ich nicht alles vorlesen. Ja, also sowas. Dann eine Predigt von Herrn Gauck. Bundespräsident Gauck scheint nun zu wittern, dass auch in Deutschland die Stimmung kippen könnte. Ja, das kann bei heise.de mit dem Text, den will ich jetzt nicht alles nicht vorlesen, oder? Ja, dann, was haben wir noch? Christian Wolf aus einem anderen Kontinent. 10 Jahre Murks ist Merkel mit Schuge oder reif für den Knast. Steht da, kam bei infokop-verlag.de. Ja, aber bitte, es ist doch Ihre Aufgabe, Leutchen, lasst euch doch nicht veräppeln. Das ist so, das ist Ihr Job, das zu machen. Wenn sie es nicht macht, sieht man die Achsen lang oder auf was anderes. Ja, was haben wir noch? Saudi-Arabien ist jetzt Experte für Menschenrechte, Fragezeichen. ja, also auch da gibt es ein Video, könnt ihr euch dann gerne mal anschauen. Ja, also die verrückte Welt, eine verkehrte Welt, die haben wir hier, keine Frage. Versteckte Kamera zeigt Islamisierung von Paris, so wird es bald in ganz Europa sein. Eine entsprechende Reportage mit versteckter Kamera, auch das gebe ich euch gerne rein, als Link zum Anschauen. Pentagon befindet, dass Amerika nicht sicher ist, wenn es nicht die Welt erobert. Auch das eine Veröffentlichung hier bei antikrieg.com, was ich euch dann reingebe. Ja, kann gut sein. Und so weiter. Illegale Waffen gehören der UNO. Eine Woche vor Auskunft eines Schifftransports in Kenia mit Militärfahrzeugen für die UNO-Friedensmission in Afrika, auf dem
undeklarierte Waffen gefunden wurden, wird Shamus Mangan, ein australischer Beamter des Büros für Drogen und Verbrechen der Vereinten Nationen, UNODC, ja, ist die Abkürzung, zuständig für das Gebiet des Indischen Ozeans, am 5. September tot in seinem Motelzimmer in Mombasa gefunden. UNO erklärt sich erst nach 8 Tagen zum rechtmäßigen Besitzer nach illegalem Waffenfund an Bord der MV Höök. Wer die Waffen so sorgfältig versteckte, so wie der Empfänger, bleiben im Dunkeln. Dass die Lieferung in den Kongo über Uganda erfolgt, die Drehscheibe für internationale Waffenhändler, ist jedoch eine sehr fragwürdige Angelegenheit, auch für die Organisation der Vereinten Nationen, die mehr als 7 Tage verstreichen ließ, um sich eine öffentliche Stellungnahme abzuringen. Auch dort ein Link zu radio-utopie.de. Ja, dann Proteste gegen den Drohnenkrieg in Ramstein. Da hat es wenigstens mal 1500 Menschen hin verschlagen, die dort bei sonnig warmer Witterung den Weg in das westfälische Ramstein gefunden hatten, um da zu protestieren. Dann, was haben wir noch? Schauen wir mal ganz kurz durch. Kritik an Merkel auch aus der Union und so weiter. Also ich gebe euch diese ganzen Links dann noch mit rein. Das ist gar keine Frage. Ja, super. Vielen Dank, dass ihr mir diese Sachen so zusendet. Dadurch kann ich dann eine Auswahl treffen von den Leuten und den Sachen, über die ich berichten kann in der Sendung. Ja, Bayern berät Notmaßnahmen, bis zu 10.000 Flüchtlinge kommen täglich. September wird ein Rekordmonat, die Flüchtlinge kommen weiter nach Deutschland. Bis zu 10.000 sind es pro Tag. Bayern berät bereits über Notmaßnahmen, um die Zahl zu senken. ein bisschen schnippeln. Ne? Kam bei n-tv.de, Matrix. Dann hier Bundespräsident Joachim Gauck ist Deutschlands oberster Wendehals. Ja, gut. Auch das mag richtig sein. Dafür wird er bezahlt. Ne? Infokop-verlag.de. Gut, machen wir. Was haben wir hier? Hallo Detlef. Elia. Hast du schon mal was von Elia aka Gerhard von Attika gehört? Seine Erklärung und Forschung haben mir gerade wieder ein neues Weltbild verschafft. Er erklärt die ganze Menschheitsentwicklung nochmal ganz anders. Aber es leuchtet ein. Alle Fragen über Atlantis, Ägypten und so weiter werden beantwortet. Es gibt auch eine kleine Querverweise auf Lacerta. Er war auch bei timetodo.ch. Leider ist fast alles von ihm auf YouTube gelöscht worden. Ich kann leider noch keine Infos weitergeben, da ich mir noch nicht 100% sicher bin, ob ich es verstehe. Da musst du leider selber reinschauen. Ja, mach mal selber, ey. Ja, es gibt unglaublich viele tolle Informationen, aber man schafft gar nicht alles, ne? Oder? Es ist ja schon schwer, viel und eine Menge Informationen in kleine Fältchen zusammenzupacken, zu extrahieren. Bisschen zu interpretieren natürlich auch. Manches muss man ja auch mal vorlesen, also zitieren. Ja, was geht's denn? Ja, dann, ich habe Angst, dass Bürger gegen uns marschieren. In Sachsen droht ein Asylbewerber aus Libyen einer Supermarktangestellten mit Enthauptung. Der Vorfall hat keinen Einfluss auf sein Asylverfahren. Lokalpolitiker sind entsetzt. Nun reagiert der Innenminister des Landes. Oh je, die haben es immer noch nicht kapiert. Das heißt Firmensinn, ne? Handelsblatt. Obwohl das ja nicht ein Handels, müssten das ja wissen. Die brauchen ja bloß in das internationale Handelsregister rein. Schon finden sie es ja schon. Das nennt sie Handelsblatt. Komisch, ne? Ja, so ist es. Gekündigt, Deutsche wird Sozialfall zugunsten von Asylanten. Kann man auf so einen Staat stolz sein? Eher nicht. Ja, nochmal. Welchen Staat meinst du? Wo kam das her? Am Federsee.de. Es gibt keinen Staat. BRD ist kein Staat. Soll ich nicht mal kapieren, Leutchen? Also wer da stecken bleibt, schon bei diesem Gedankengang, kann nicht wirklich diesen Bewusstseinssprung gemacht haben. Er kann sich vielleicht gewisse Sachen fragen, aber
irgendwo bleibt er stecken. Mit irgendwo an den Füßen, eine Beinfessel ist er irgendwo festgemacht. Ne? Kann sich nicht bewegen. Steckt immer noch in diesem Glauben, es steht doch Polizei drauf, da muss doch Polizei drin sein, oder? Ja, sowas. Ach, ist das witzig, ey. Na gut, aber kommen auch irgendwann nochmal dahinter. Wahrscheinlich, irgendwann, wenn es zu spät ist. Ja, gut, also solche, mit dem Flüchtlings, bitte, ich denke, das ist ein Problem, ganz klar. Aber die Ursachen kennen wir, wir wissen warum, weshalb. Und wenn die Leute jetzt nichts unternehmen, indem sie einfach nur warten, bis sie wie die Heuschrecken alles abgefressen haben und dann fragen, da war doch mal was, da kannst du nichts ändern. Also die Leute müssen dahinter blicken, man muss denen Fragen stellen, ist das überhaupt eine Firma, ist das eine Firma, ist es ein Staat? Und wieso ist es ein Staat? Habt ihr mal nachgefragt? Oder ja, also. Bin ich manchmal so ein wenig in der Frageposition, weil ich nicht weiß, was ich davon halten soll, dass die Leute das nicht begreifen können, ist auch für mich manchmal schwierig nachzuvollziehen. Ne? Ja, okay, cool. Was gibt's hier? Ein guter Witz. Die Söldner des kapitalistisch-faschistischen Merkel-Regimes bei der Auszahlung in Halle an der Saale. Das ist wahrscheinlich ein Bild, aber das zeigt es mir nicht an. Okay. Oder? Ja, das Wort hier, MM News bringt heute die Schlagzeile. Trotz Grenzkontrollen täglich 10.000 neue Flüchtlinge. Das Wort, das mich zum Lachen bringt, lautet Trotz. Wann genau haben die Deutschen verlernt, ihre eigene Sprache zu verstehen, wird hier gefragt. Das kam bei killerbsagt.wordpress.com. Grenzkontrollen sind etwas anderes als Grenzschließungen. Klingt komisch, ist aber so. Dass die Grenzen kontrolliert werden, in Anführungszeichen, bedeutet jedoch nicht automatisch, dass deshalb weniger Söldner vom faschistischen CDU-Regime angesiedelt werden. Es bedeutet nur, dass an den Grenzen pro forma vielleicht ein paar hundert Polizeihanseln und Greteln auf und ab marschieren. Und sobald sie einen Flüchtling sehen, gehen sie auf ihn zu und sagen, Welcome in Germany. Germany. Money? Money. Und fahren ihn ins nächste Aufnahmelager. Nicht jedoch ohne ihm vorher noch ein Original Germany. Money. Willkommensglücksbärchi. Und eine Mastercard der Deutschen Bank in die Hand zu drücken. Also echt jetzt. Trotz, so zitiere ich schon da, Kontrollen holt die kriminelle Merkel-Clique immer noch täglich 10.000 neue Söldner nach Deutschland. Trotz. Ausrufezeichen. Das ist ja ein Ding. Das konnte ja nun gar keiner ahnen. Ne? Wenn die Leute einfach mal mit wachem Verstand durch die Welt gehen würden, wäre ihnen folgende Meldung der letzten Tage aufgefallen. Zitat, nun berichtet Bild, dass der Innenminister zeitgleich eine geheime Ministeranordnung erließ, den Paragraph 18 Absatz römisch 2 Nummer 1 des Asylgesetzes außer Kraft zu setzen. Das bedeutet, dass Ausländer auch ohne Visum nicht abgewiesen, sondern weiterhin nach Deutschland eingelassen und hiesigen Asylunterkünften untergebracht werden sollen. Was genau gab es jetzt daran nicht zu verstehen? Die Maizière hat einerseits zwar Larifari-Grenzkontrollen eingeführt zur Ablenkung, aber mal eben per geheimer Ministeranordnung die Gesetze außer Kraft gesetzt, die eine Abschiebung legitimieren würden. AGBs, Gesetze gibt es nicht in der Welt. Das ist eine Firma. Die müssen vielleicht dem Völkerrecht oder der HLKO oder den Schäfgesetzen oder anderen gehorchen, aber darunter Personal und so. Okay, ohne Volksabstimmung, ohne Diskussion, ohne das Parlament zu fragen, einfach so per Handstreich. Das macht eben jemand in einer Firma so, ne? Wenn der Eigentümer einverstanden ist. Ja, also und so weiter. Ich will es nicht alles weiter vorlesen. Ich gebe euch den Link rein, dann könnt ihr es nachlesen. Es ist so, Leute,
Wir können da ewig und lange darüber diskutieren, über diese Flüchtlings- oder Asylinvasion oder was auch immer und die Zwecke dahinter und so, aber das ist doch eigentlich alles klar inzwischen, oder nicht? Jetzt muss gehandelt werden. Und gehandelt werden, nicht mit, jetzt hauen wir mal auf die Flüchtlinge drauf oder sowas, oder ja, auch nicht auf Politiker und so, sondern wir müssen einfach die Menschen davon in Kenntnis setzen, dass es sich hier um eine Strategie handelt, die nämlich bedeutet, ihr eigenes Leben, derjenigen, die das bis jetzt ignorieren, so miserabel zu machen, dass sie freiwillig das Land verlassen, flüchten. Ja. Da gibt es den Strom in die andere Richtung. Ja. Hätte ich auch immer manchmal gefragt. Sollte man eigentlich auswandern? Ja, ich meine, wenn man wirklich so dermaßen bedrängt wird, dass man nicht mehr leben kann am Ort und es auch niemanden gibt, der einem hilft, weil man keine Freunde hat, Bekannten hat und so, dann ist man eh am falschen Platz. Dann ist es vielleicht manchmal sinnvoller, den Ort zu wechseln. Und wenn es nur zeitweise ist oder für eine begrenzte Zeit. Ganz wegzuziehen, ganz auszuwandern, ist natürlich so eine Sache. Ne? Wenn du von der BRD nach Österreich wandern würdest, ginge das vielleicht noch, weil da verstehst du zumindest die Sprache. Aber ne, je weiter du weggehst, ohne dass man dort wirklich vor Ort irgendwelche Stützpunkte hätte, das gibt's vielleicht hier und da. Insofern kann das sinnvoll sein, dann sich dorthin zu wenden. Dürfte es schwer werden. Auch Enklaven haben immer das, das Problem, dass wenn auch wenn es Hunderte oder vielleicht Tausende sind, die dann dort leben, die einem Kulturkreis angehören, kann es ja noch sein, dass die Urbevölkerung irgendwann dessen Leid wird, ne? Oder aus irgendeinem Grund diesem Treiben ein Ende setzt. Denkbar. Deshalb werden ja auch so Kunstgebilde gemacht, ne? Wie zum Beispiel in Indonesien gibt es ja diesen Teil, der heißt Singapur. Und Singapur, ja, ist eine künstliche Oase. Deswegen ist die Schweizer Nationalbank da mit ihrer Filiale und ihrem Gold dahin gezogen. Nehme ich an. Könnte sein. Weiß nicht. Ja, gut. Also dann hier. Bei alles Schall und Rauch kam... Obama lügt vor der UN wie üblich. Ja, das ist doch sein Job. Leute, guckt ihn euch doch an. Obama musste wieder vom Teleprompter ablesen. Na ja, klar, der kriegt keinen eigenen Gedanken ausgesprochen, wenn er den mal so reden lässt. Der ist nur eine Sprechpuppe und eine Handlungspuppe. Ja, bitte. Ich will das nicht alles vorlesen. Ich gebe euch den Link später zum Nachlesen. So ist es. Ja? Dann kam noch was, keine Grenzkontrollen mehr, vermutete 30.000 unregistrierte Flüchtlinge pro Tag werden mit Zügen von Salzburg nach Freilassing und den anderen Aufnahmelager nach Deutschland geschickt. Das hatten wir vorhin schon mal, ja, denkbar. Ne? Sag ja, die Leute vor vollendete Tatsachen stellen. Eine Invasion, wie sie jetzt hier als Flüchtlingskrise verschleiert wird, funktioniert nur, wenn in entsprechender Zeit die ausgesuchten Orte, wo diese Armee vielleicht platziert werden soll, eingesetzt wird. Ja? Und das muss schnell gehen. Ne? Am besten noch vor Weihnachten, ne? Oder? Na gut. Ja. Da könnt ihr euch ja euren Rahmen drauf machen. So, was haben wir noch? Ich habe jetzt sehr viel. Ich werde nicht alles schaffen. So, da steckt System dahinter. Kampf von Kaleidoskop. NWO-Schauspielerin Merkel will bis Ende Dezember diesen Jahres das TTIP durchwinken. Alle Konzerne und die NWO haben bestimmt vorher Absprachen gehalten. Die geschickten Flüchtlinge, in Anführungszeichen, werden erstens zum inneren Umsturz gegen das einheimische Volk beitragen. Zweitens werden als super billige Arbeitskräfte der TTIP US-Konzerne rund um die Uhr ausgebeutet eingesetzt. Da steckt System dahinter. Die Amis haben in Ramstein 20 Atombomben stationiert.
Eine dieser Bomben hat die Sprengkraft von 80 Hiroshima-Bomben. Es werden noch viele Bomben folgen. Damit könnten die Amis nicht nur Deutschland, sondern Europa erpressen. Da steckt System dahinter. Das machen die NWO, US-Vatikan-Verbrecher seit vielen hunderten Jahren. Genau. Das sehe ich allerdings auch so. Ob natürlich das mit den Atombomben klappt oder klappen kann, sei dahingestellt, das wissen wir nicht ganz genau, oder? Ja, und ihr könnt hier noch in der letzten Sekunde gern eure Infos, Kommentare, Ansichten reinsenden unter radioawakeness.net. Ja, was kommt da? Wichtiger Aufruf per Film. Schau mal. Hallo Menschen, diesen filmischen Aufruf zur Erhebung habe ich heute bekommen. Ich möchte ihn zur unbedingten Beachtung weiterleiten. Ein paar Worte dazu. Da meint doch Lloyd Schäuble, dass nicht das Volk, sondern die auf dem Podium sitzenden Regierenden es sind, das Podium, also die Kanzel, die jene missbrauchen, strafbar nach § 130, Kanzelmissbrauch, des rechtsgültigen StGB, nicht zu verwechseln mit dem BRD-Verfälschten, in Klammern Volksverhetzung. Sehr wohl ist das Problem das Volk, denn das ist daran schuld, dass die Kanzelmissbraucher seit 25 Jahren ihre Verbrechen verüben können. Also folgt der elektronischen Stimme und erhebt euch, aber wohlgemerkt auf der Grundlage von gültigem deutschen Recht und Gesetz, strikt nach dem Völkerrecht. Und nicht mit Anarchie, denn das käme dem Mächtigen zu Passe. Ja, und allen lege ich die Worte, wir sind das Volk, ans Herz, vor allem denen in Mitteldeutschland, die diese Worte überschnell für die Marshallplan-Währung DM und die Reisefreiheit weggeschmissen haben. Erklärt euch zur Bürgerklage, kam von Herrn Olaf Thomas Oppelt. Na gut, muss ich mir selber mal anschauen. Habe ich mal so vorgelesen. Erhebt euch. Ja gut, also erhebt euch, komm mal aus dem Sessel raus, ne? Das wäre schon mal was. Und die hier zuhören, machen das eh, aber die Leute, die es noch nicht machen, die gucken immer verschämt zur Seite, wenn man sagt, ja, aber ihr müsst doch mal was ändern. Na, ich muss arbeiten gehen, ich muss schaffen, ich muss noch mal einen Kredit abzahlen, ich muss noch das. Ja, also die meisten hängen am Systemtropf, so oder so, egal wie man das jetzt sieht und wie man das bewertet, es ist so. Und deswegen hilft uns nur ein allgemeines Aufwachen, oder? Hä? Ja. So ist es. Ja, also hier meldet mir einer, ich habe Schluck auf. Das hört sich an, als hätte dann eine Stimmspur Schluck auf. Nee, habe ich auch nicht. Vielleicht ist es wieder eine kleine Störung. Müsste ich ja nicht mal reinhören. Mache ich mal gerade. Also bitte, hört mich dann vielleicht gleich doppelt hier, aber ich muss das einmal selber hören, was du da genau meinst, oder? Sekunde. Muss man doch mal selber hören. Ja, ich muss ja mich einmal selber hören. Was du da genau meinst, oder? Nee, dann liegt das bei dir an den Einstellungen. Ich kann jetzt nichts hören mit Schluck auf. Okay, aber nichts für ungut, das kann man natürlich mal haben. Oder? Da kommt was. Kursänderung der NWO. Ursula von der Leyen soll weg, um Platz zu machen. Aber also, einige Insider sprachen in der letzten Zeit davon, dass die Flinten-Uschi, ja, Spitzname, eine der Spitznamen, die nächste Bundeskanzlerin werden könnte. Ich denke, das ist schon zu sehr herum, sodass die NWOler umdisponiert haben. Wie siehst du das? Ist doch komisch, dass jetzt erst bei der von der Leier gekratzt wird und nachgeschaut, was mit ihrer Doktorarbeit auf sich hat. Das stinkt doch zum Himmel. Soll vielleicht der Gabriel ran? Oder was wird hier bezweckt? Übrigens, derzeit gehen viele Petitionen herum, dass Angela Merkel aus dem Amt gehoben werden soll. Das darf auf keinen Fall unterschrieben werden. Das wollen die ja nur, damit sie die Suppe nicht auslöffeln muss, die sie sich und uns allen eingebrockt hat. Das kam von der Gabriele. Ja gut, also schwer zu sagen. Also die hat offenbar Fehler gemacht. Ne? Und solche Leutchen, wenn die ins Gerede kommen, nicht mehr ernst genommen werden, sind sie wertlos für die NWO und müssen ausgetauscht werden. Ne? Weg. Ne? Nur ganz. So wie der Obama. Solche Typen, die bleiben dran, weil sie immer noch prozentual einigermaßen, ne? Die Amerikaner selber, die meisten,
der nicht aufgewachten Amerikaner haben das ja alles noch nicht so richtig verstanden. Ne? Das muss man so sagen. Da ist es wahrscheinlich noch ein bisschen schlimmer, prozentual gesehen, als hier. Hier hat man zumindest irgendwie ein, ja, ne, ein bisschen unbehagliches Gefühl. Und es gibt auch keine so charismatischen Führer, wie es der Obama wohl sein soll oder gewesen sein soll, zumindest. Dass er sogar hier verehrt wurde, haben sich ja vor ihm hier hingekniet und haben seine Souvenirs und Andenken gekauft und haben es noch im Schrank stehen, bis es dann irgendwann verschämt umgedreht wird. Dann sieht man nur noch die Rückseite. Blank. Ne? Und so. Weiß ich nicht. Es gibt keine charismatischen Politiker hier. Ich kenne gar keinen. In der EU. Kennt ihr einen? Oder einen? Nee. Also unbekannt. Bei dem Obama kann man sich streiten. Da gibt es Leute, die mögen den. Ja. Aber... ja. So. Übrigens nochmal, wenn es gibt Tonprobleme gibt, ne? Nur nochmal zur Ergänzung. Immer mal den Player wieder neu starten. Vielleicht hilft das schon. Manchmal ist da der Wurm drin. Ne? Bitte. Gell? Als Vorschlag sehen. Oder? Ja. Wunderbar. Jetzt nähern wir uns hier schon dem Ende der heutigen Sendung. Also bitte letzte Chance, hier noch was reinzusenden, wer möchte, unter radio@wakeness.net. Das wäre nicht schlecht. Boah, ich habe so viel hier, ich muss erstmal alles durch, ne, Dingsen hier. So, ja, gut, also manche, da gab es einen offenen Brief an Udo Lindenberg, den habe ich mal kurz durchgelesen. Leutchen, diese ganzen Stars und so weiter, die, das sind alles nur Puppen, die werden nur gebraucht, die werden nur ja, missbraucht, vielleicht sogar für dann die eigene Karriere, damit irgendwie die Mannschaft unten gehalten wird, also unterhalten wird, das meine ich. Und natürlich sind wir hier bei Wake News nicht so gut in der Unterhaltung möglicherweise, weiß ich nicht. Einiges kommt vielleicht, ich mache ja auch manchmal die Sachen etwas witzig, einfach aus dem Grund, weil es sonst einfach, ja, also ich bin nicht so einer wie von der ersten Reihe, der alles von der Dings da abliest, von dem Teleprompter oder so, oder was da im Vorher oder so eingetrichtert wird, sondern ich sage so, wie es kommt. Und muss das lustig sehen, weil natürlich die Matrix tatsächlich, wenn man sie einmal erkannt hat, nichts anderes ist als ein so einfach durchschaubares Lachtheater. Ja, und Lach- und Schießgesellschaft gab es mal. Ne? Ja, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, aber da hätte man sagen können, so ähnlich. Ne? So. Und ja, wenn man das einmal erkannt hat, so grausam wie die sind in ihren Aktivitäten, aber wenn wir es nicht mehr wollten, und bitte, da habe ich schon so viele Sendungen drüber gemacht, und zu Recht sagt der eine oder andere, sagt, das ist immer dasselbe, ist es ja auch. Wenn wir ganz ehrlich sind, oder? Ja? Wir müssen diesen Schritt endlich mal machen, dass wir eben in dieses Bewusstsein hineinkommen. Bei euch ist das ja schon, alles ist ja schon, ne? Aber ich kann jetzt ja nicht nur eine Sendung machen für alle Leute, die schon bereits bewusst sind. Ich meine, das geht auch, aber ich dachte, ich krieg vielleicht auch noch ein paar andere, ne? Mal dazu, ne? Nachzudenken. Dazu müsst ihr ja helfen. Ihr müsst ja die Munition bekommen, das Material, vielleicht die Aufarbeitung, die mehr oder weniger gut gelingt, die ihr dann nutzen könnt, um anderen Menschen, die ihr vielleicht aufwecken wollt oder denen ihr die Chance geben wollt, diesen Schritt zu machen, präsentieren können. Ich wurde zum Beispiel von jemandem angesprochen, ob man meine Sendung sich zum Beispiel runterladen kann, ne? Und dann auf eine DVD zu pressen und zu verteilen, ja, an irgendwelche Menschen, ja, Umgebung. Das ist absolut in Ordnung, das dürft ihr machen. Ja, meine Sachen sind ja kostenfrei. Gratis. Sozusagen. Wenn ihr wollt, dass wir das machen, für euch, tun wir das. Da erbitten wir einfach nur einen gewissen Kostenausgleich, weil das ja für uns Zeit und Energie und Material bedeutet.
Weil das sind immer die Ressourcen, die so knapp sind. Nicht? Wenn man alles gratis gibt, ja, dann muss ja von irgendwoher gespeist werden. Und diese Kosten gehen leider an uns nicht ohne vorbei. Deshalb sind wir auch mal froh, wenn Menschen uns unterstützen können. Aber zu sagen, ja, nee, also das mache ich gar nicht und oder so zu denken, ist eben kurzfristig gedacht, weil wenn wir alle dazu beitragen, dass wir unsere Mitmenschen mit erreichen, können wir alle davon auch profitieren. Und das Profitieren ist der Erfolg letztendlich, oder das Ziel dieser Aktion ist ja, dass wir es schaffen, uns eine neue Gesellschaft aufbauen zu können, die allen gerecht wird und den Zweck hat, allen gerecht zu werden. Das geht nicht von heute auf morgen, ist auch klar, es ist ein Prozess, aber erstmal überhaupt den Wunsch, gemeinsam zu haben, das zu tun, tun zu wollen, wäre schon mal ein Erfolg, oder? So sehe ich das. Und dazu muss man eben auch ein bisschen Bekanntheit schaffen, und das geht zum Beispiel auch durch die Sticker, die wir anbieten, die ihr verteilen könnt oder anwenden könnt, einsetzen könnt. Die T-Shirts, Kappen, andere Textilien, die ihr tragen könnt, um aufmerksam zu machen und auch Gleichgesinnte mit anzusprechen, neugierig zu machen. Und uns natürlich auch ein wenig unter die Arme zu greifen, denn wir brauchen auch ein bisschen Schuldgeld noch, solange das notwendig ist, für den Unterhalt unserer bisherigen Aktivitäten und den weiteren Ausbau. Das sage ich auch immer wieder, weil wir auch immer wieder neue Zuhörer haben, auch in den Sendungen immer wieder, weil wir das als einzigen Werbeträger haben, den wir nutzen können. Wir haben ja keine Schuldgeld-Euronen, um irgendwo Werbung zu machen. anderen Medien oder auf andere Art und Weise können es nur in unseren eigenen Sendungen und auf unseren eigenen Seiten machen. Okay, ich danke euch. Klasse, dass ihr wieder bei der ersten Live-Sendung nach der letzten Woche dabei seid. Und ich werde gleich auch die Sendung wiederholen, damit alle die, die es nochmal hören wollen, reinhören können und auch diejenigen, die es später zuschalten konnten, die Chance haben, das zu machen. Und später werden wir es als Video auch hochladen. Bitte noch einmal der Hinweis. Es ist toll, wenn ihr uns vorschlagt, dass wir das alles dies und jenes noch hochladen und das jenes hochladen und jenes und aber wir haben nur beschränkte Ressourcen, wir können nur das eine und das andere machen. Deshalb mache ich eine Live-Sendung und keine Videos, damit man live sofort als Erster oder als Erste erfahren kann, was los ist. Wenn man es dann nicht schafft, kann man die Wiederholung hören, zeitlich. Wenn man es dann auch noch nicht geschafft hat, dann muss man halt eben den Moment auf die Aufzeichnung warten. Anders geht's nicht. Wenn ich hier ein paar Leutchen hätte, die mir zuarbeiten, die das auch noch machen könnten, könnten wir noch viel mehr machen. Leute, wenn ich finanziell ausgerüstet wäre, in der heutigen Zeit braucht man das ja, um hier noch gewisse Dinge anzuschaffen, Gerätschaften, Leute beschäftigen und ach, was man, was ich hier alles machen könnte. Aber wir haben eben nur die Möglichkeiten, die uns im Moment zur Verfügung stehen und dafür bitte Verständnis. Ja, wir sind durch. Wir hören jetzt ausgangs noch von Nova-K, Coma Vision. Und während ich dann umschalte auf die Wiederholung von Ghost and Jay, Good and Evil, und von Anonymous, We Are Eternal. Ja, dann sehen wir uns wieder, wenn alles klappt, im nächsten Monat. Das ist schon diese Woche. Ja, es klappt am 1. Oktober. Schauen wir mal, ob die Welt noch steht. Okay, bis dann. Stelle von Wake News, Radio Wake News TV. Klasse, dass ihr da wart. Bis dann. Ciao, ciao. Wake News Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Who can dance? Who can
Goodbye and friends.